Hallo meine lieben Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Clash of Clans. Ja, erstmal Entschuldigung für die Grafik. Ich habe gesehen in den letzten Videos, die Grafik ist echt, wie gesagt, für die Mülltonne. Ich weiß nicht, woran das liegt. Ich habe ein Video aufgenommen, da war die Grafik wirklich spitze, jetzt ohne Scheiß. Da hat man alles scharf gesehen. Das war 720 HD. Und jetzt die Grafik ist einfach für die Mülltonne. Das ist irgendwie, ich weiß nicht. Ich habe jetzt noch mal ein bisschen versucht, die Einstellungen ein bisschen zu verändern. Ich habe aber auf das möglichst Beste gestellt und so. Ich werde gleich mal gucken, wie bei diesem Video jetzt die Grafik sein wird. Und ansonsten bitte ich euch, ich versuche wirklich alles, damit die Grafik irgendwie besser wird. Aber es gibt noch kein neues Update für dieses Aufnahmeprogramm. Und selbst die besten Einstellungen helfen im Moment nicht so gut. Und ja. Aber gut. Hey, heute unser wichtiges Thema, und zwar das neue Update. Jetzt werden alle sagen, hey, was für ein neues Update? Es gab noch kein neues Update. Ja, es gab noch keins, aber es wird bald eins kommen. Und zwar muss ich dafür sagen, bevor ich jetzt sage, welches es sein wird, das ist ein Update, auf das, ich glaube, jeder von uns, also der Clash of Clans spielt schon, jahrelang, jetzt nicht ganz, aber schon bestimmt seit über ein halben Jahr oder sagen wir mal ein Jahr lang schon drauf gewartet hat oder so. Und wirklich sehr viele meiner Freunde haben sich dieses Update schon immer gewünscht, dass das irgendwann mal kommen wird. Und zwar war es der Wunsch, so ein Sandbox-Attack oder so, das haben ja auch Lichtle und Mobile Fanboy und wie die ganzen alle heißen, haben sich das auch gewünscht, dass man sich selber angreifen kann. Und zum Beispiel jetzt so, wenn man sich eine Base baut, man baut sich zum Beispiel eine neue Base, wenn man zum Beispiel eine neue braucht oder weil man ein neues Rathaus-Level hat oder so. Und man möchte wissen, wie die Base ist, und man möchte natürlich nicht erst warten, bis man angegriffen wird oder vielleicht mit 3 Stück gemacht wurde und einen über die Millionen an Loot geklaut wurden. Dann soll man auch selber ein bisschen rumtesten und so, wie die Basen sind, und sich dann eben halt, um das Ganze testen zu können, selber angreifen. Und ja, das ist leider nicht möglich. Ein anderer Wunsch war es, dass man sich gegenseitig untereinander angreifen kann. Es gab, oder es gibt einen Hack-Mode, mit dem man seine Freunde angreifen kann aus dem Clan. Aber den ganzen Cheat-Kram und so, den braucht ihr jetzt nicht mehr, denn das neue Update, wenn ich vorstellen darf, genau, bald kommt das Freundschaftsspiel, und zwar fordere Clankameraden heraus, dein Dorf jederzeit anzugreifen. Bei Freundschaftsspiel-Angriffen kannst du deine Armee nicht verlieren. Teile Ergebnisse und Wiederholungen und organisiere Clan-Wettbewerbe. Ja, ich denke, jeder von euch kennt Clash Royale. Es wird also ungefähr so sein. Ihr geht wahrscheinlich dann auch hier rein. Ihr werdet wahrscheinlich hier oben so einen Button haben, oder ihr geht hier rauf. Werdet dann hier oben irgendwo so einen Button haben. Ich weiß nicht, ob es ein grüner oder ein blauer Button ist. Ist ja auch egal. Und da wird wahrscheinlich Herausforderung draufstehen. Dann drückt ihr da drauf. Und dann steht da wahrscheinlich hier so ein Clan-Chat. Ja, so und so möchte dich herausfordern oder möchte eine Herausforderung. Und dann kann man die annehmen. Und dann kann man das Dorf angreifen. Der Haken ist, ihr verliert eure aktuellen Truppen nicht. Also ihr greift mit euren aktuellen Truppen an. Also ich habe jetzt zum Beispiel Go-Wipe drin, und wenn ich jetzt zum Beispiel Ghost Rider angreifen würde in einem Freundschaftsspiel, würde ich meine Truppen dabei nicht verlieren, sondern würde sie dann alle, also am Ende alle wiederbekommen. Ihr verliert auch keine Zauber, keine Tränke, und genau, ihr könnt euren Freunden aus den Clan auch kein Gold klauen, kein Elixier, aber ihr verliert auch selber kein Gold oder kein Elixier, also ihr verliert gar nichts. Das heißt, es ist, als würdet ihr jemanden angreifen, aber ihr behaltet einfach alles. Ihr kriegt nichts dazu, aber ihr verliert auch nichts. Und dann könnt ihr euch auch untereinander angreifen. Ja, es gibt wirklich viele, die immer sagen, auch so in den Clans, so, ach komm, ich bin besser als du und ich bin besser als du. Und um dann wirklich zu gucken, wer wirklich der Bessere ist, dann kann man sich einfach herausfordern, und danach kann man immer noch sagen, wer besser ist. Und ich freue mich einfach so mega auf dieses Update, aber nicht nur ich, sondern auch viele andere. Denn, also ich persönlich habe diesen Wunsch von diesen Updates schon seit, ich glaube, ein Jahr sogar schon. Ich glaube, Clash of Clans gibt es jetzt schon an, 2 Jahre auf jeden Fall, ich weiß nicht, wie lange genau. 3 Jahre glaube ich noch nicht, ich glaube, zwei Jahre und ein paar Monate ungefähr oder so. Da gibt es Clash of Clans schon 3 Jahre, ich weiß es nicht. Ich spiele Clash of Clans selber erst seit, ich glaube, circa 1,5 Jahren jetzt, ne, 2 Jahre glaube ich, ne. Also am 9.6. spiele ich Clash of Clans auf jeden Fall schon seit 2 Jahren, oder? Ne, ach, ist auch egal. Auf jeden Fall bin ich ein Clash of Clans Spieler, der auch schon seit über 1 Jahr dabei ist. Ich weiß, 2 Jahre gibt es auf jeden Fall schon, weil ich letztens ein Video gesehen hatte, wie Clash of Clans vor 2 Jahren war. Aber ich glaube, 3 Jahre doch nicht ganz. Auf jeden Fall ist ja auch egal.
Ich weiß auf jeden Fall, dass sich viele Spieler das schon mal gewünscht haben, dieses Update, dass es kommt. Und jetzt ist es fast vor der Tür. Ja, wann soll das Ganze rauskommen? Steht hier leider nicht. Das wird auch noch nicht festgelegt oder wurde noch nicht festgelegt, wann das Ganze rauskommen soll, das Update. Aber es wird auf jeden Fall sehr cool. Und jetzt nochmal für alle, die mich dann das Update herauskommt, mal herausrichten. Oder allgemein für alle, die nochmal gucken möchten, wie mein Clan jetzt heißt und wie weit er ist. Mein Clan heißt Vega, er hat inzwischen ein neues Wappen. Wir sind Clan Level 3. Unser Kriegslog, naja, wie soll ich sagen, läuft relativ gut. Ja, Spaß beiseite. Wir haben trotzdem schon 6 Kriege gewonnen. Wir sind 47 von 50 Membern. Das wollte ich Arten sagen, weil es da unterstand. Ja. Also muss ich sagen, ich habe aber meinen Freund überholt, und zwar den Inskription, oder wie man den Clan ausspricht. Der ist nämlich erst Clan Level 2 und hat erst einen Sieg. Dabei gibt es den Clan hier schon länger. Sir Elsas List ist Mensch Walter, der YouTube-Kanal, der auch bei mir in der Kanalinfo verlinkt ist. Und den Clan gibt es zwar schon länger, aber die sind einen Clan Level weiter hinten und haben auch einen Krieg weniger schon gewonnen. Das heißt, wir haben relativ gut ziemlich viel verlieren. Sind wir jetzt schon Level 3. Und ja. Was gibt's ansonsten noch? Ich bin bei Level 96, bin jetzt Rathaus 9. Ich war ja früher, wenn man sich jetzt mein erstes Video anguckt, Level 75 war ich da. Da war ich wirklich unendlich dolle gerusht. Und jetzt kann ich einfach mal zeigen. Nochmal ganz kurz. Ich bin nicht mehr so dolle gerusht. Habe jetzt eine Amelia schon auf 7, die andere noch auf 6. Meine Sammler und Lager habe ich eh schon alle auf Max. Meine zweite Kaserne auf 10 ist gerade am Laufen. Die Kanonen sind alle auf 10, zwei Türme auf 10, vier Stück auf 9. Die Mauern habe ich schon welche auf 8 und welche auf 9. Magiertürme habe ich auf 5 und auf 4 gemacht. Luftabwehr auf 6, Minenwerfer auf 6, zwei Tesla schon auf 4, zwei auf 3. König und Königin werden hochgemacht, beziehungsweise König ist auf 6. Auf 7. Da hat sich aber noch nicht viel verändert und die Queen ist jetzt endlich auf 5. Die habe ich dann auf 5 noch zu Ende gejammt die letzte Zeit. Dunkle Kaserne 5 und 3. Die 3er, die war ja vorher auf 2, die habe ich hochgemacht. Die 5 war schon länger so. Und die ganzen kleinen Bomben, da habe ich schon 2 auf 6 gemacht, 4 auf 5. Und die Riesenbomben sind alle schon auf 3 seit längerer Zeit. Und ja, also wie man es entwickelt, meine Base ist relativ gut. Also wenn man jetzt wirklich mal sich anguckt, das allerletzte, beziehungsweise das allererste Video von mir, Level 70 und dann den Vergleich zu jetzt, da hatte ich noch Level 5er Mauern sogar und so, also schon ein krasser Unterschied. Auch meine Truppenlevel sind einigermaßen besser geworden, zumindest, ja, wobei im Gegensatz zu früher, da hatte ich nicht mal Pekka, jetzt habe ich schon Pekka 2, Giftzauber 2, ja, und ja, die ganzen anderen Sachen auf 5. Da muss ich sagen, meine, wie spricht man das aus, wie soll ich das nennen, Auszeichnungen, genau, meine Auszeichnungen, die laufen auf jeden Fall relativ gut, überall hier ganz oben sieht man nur 3 Sterne, Goldjagd, 104 Millionen habe ich da Gold gehabt, habe ich letztens geschafft, Elixier-Eskapaden, 130 Millionen, Mauermeister, schon fast 5000 Mauern zerstört, Unterwerfer habe ich bald auch geschafft, noch 3 Rathäuser, dann habe ich 2000 zerstört, habe ich auch schon hinter mir, Unzerstörbar und Eroberer dauert noch ein klein wenig, fast 28.000 und X-Bogen fand ich dann ja gut und so, da brauche ich noch ein bisschen länger. Kriegsheld läuft im Moment auch relativ gut, 573 habe ich jetzt von 1000 und ich würde sagen, ja du, noch 100 oder 200 CKs, dann haben wir das auch geschafft und ja. Also bei mir läuft es momentan richtig gut, auch mit dem Loot und ich komme auch relativ gut voran. Ansonsten, ich zeige mal ganz kurz meine Clan-Member. Ghost Rider ist inzwischen auch schon Level 101, Fritz Level 98. Den habe ich bald auch überholt mit dem Level. Okay, dann haben wir hier noch einen anderen Level 98er, 89er, 83er und so weiter und so fort. Wir haben hier weiter unten natürlich auch sehr viele Level 20er und 30er und hier ganz unten auch ziemlich viele 10er und unter 10 und zwischen 10 und 20 und 6 und ja. Aber das ist mir auch egal, manche von denen sind auch ziemlich gewascht oder haben die dümmste Base, die man sich überhaupt vorstellen kann. Aber ganz ehrlich, das ist mir egal, weil ich habe den Clan extra aufgemacht für jeden, für Rusher, für Geschlechte, für Mittlere.
natürlich kicke ich irgendwann die Inaktiven, wenn ich keinen Platz mehr im Clan habe. Weil Inaktive bringen mir natürlich auch nichts, aber ansonsten lasse ich sie erstmal alle immer drinne. Und ja. Ja, auf jeden Fall das Update, nochmal ganz kurz, um darauf zurückzukommen, das wird mega geil, hoffe ich auch mal. Und ja, genau. Falls ihr zum Beispiel jetzt auch Clash of Clans Spieler sein solltet, die schon länger spielen oder so, ich gehe mal davon aus, ihr freut euch bestimmt auch auf das Update, und dann würde ich mal sagen, es gibt ja vielleicht auch welche, die freuen sich nicht auf das Update. Und deswegen würde ich sagen, lasst doch einfach mal einen Kommentar da, freut euch auf das Update oder sagt ihr, naja, das Update ist jetzt nicht so cool, das können wir noch weglassen. Also schreibt einfach mal eure Meinung zu dem Update in die Kommentare. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, macht's gut und ciao.